hallo zusammen. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, kommt der nächste Schritt zum autarken Unterwegssein. Da ist der Dachgepäckträger. Der war noch nagelneu, habe ich allerdings über eBay Kleinanzeigen bekommen, weil den noch jemand im Schuppen liegen hatte und nie benutzt hat. Da möchte ich dann dieses Solarpanel mit 235 Watt draufpacken. Habe hier noch so einen Power-Inverter und ja, die Halterung und eine 100 Ampere Batterie. Aber zu den Details später mehr. Jetzt fange ich erstmal an mit dem Positionieren des Dachgepäckträgers und dann schaue ich einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. So einen groben Plan habe ich im Kopf, aber wie ihr ja wisst, ne, es kommt meistens anders als man denkt. Also, Solarinstallation, los geht's. Ja Leute, ich bin jetzt schon eine ganze Zeit hier, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde am Fummeln mit diesen Dachträgern. Jetzt habe ich hier mal B und A und so dran geschrieben, weil man hat hier zwei Möglichkeiten, die Halteecken zu befestigen. Je nachdem, wo am Fahrzeug dieser Träger befestigt wird, ist das Fahrzeug ja ein bisschen schmaler oder ein bisschen breiter. Jetzt muss der eine auf A, B und der andere muss auf B und B eingestellt werden. Jetzt gucke ich gerade, dass ich, hier habe ich 1,20 Auflagefläche, ich brauche aber nur 99 und habe dann mal 10 cm von jeder Seite diese Markierungen gemacht. Jetzt bei dem muss ich wieder ein bisschen anders messen, weil das ist ja breiter als der hintere. Und dann werde ich mir mal den Marvin dabei holen, dass wir das Panel einmal draufpacken, um zu schauen, wegen den Halterungen, die ich ja hier habe. Die klemmen sich ja so hier dran und werden dann verschraubt, dass das dann hier eine bündige Auflage ist. Aber da hole ich mir den Marvin lieber bei, weil mir das sonst ein bisschen zu wackelig ist. Oder ich drehe die Dinger einfach um, dann stehen sie richtig auf dem Boden. Ja, das wäre natürlich die bessere Möglichkeit. Also, bis gleich. Ja, das Panel liegt jetzt, wie vorhin gesagt, auf dem Dachträger. Ich habe jetzt markiert, wo ich meine Bohrungen machen werde. Und zwar da, diese kleine Körnung. Das habe ich jetzt an allen vier Stellen gemacht. Und das Panel nachher dann in der richtigen Länge dort drauf auszurichten, wird bei der Endmontage gemacht. Aber so sollte es dann erstmal auf dem Dachträger verschraubt werden können. Muss ich nachher nur darauf achten, vorne und hinten bei dem Panel, weil ja die Dachträger nicht egal montierbar sind. Muss ich mir unbedingt merken. Sollte mir vielleicht einen Zettel machen und ans Dach kleben. Ja, Bohrmaschine holen, Bohrer holen und loslegen. Das mache ich immer ungern. So in fertige Teile reinbohren, das ist nicht so meins. Aber geht diesmal kein Weg dran vorbei. Ja, ich bohre das Ganze jetzt erst mit einem kleinen Bohrer vor. Und dann mit dem Achter nochmal hinterher. Das mache ich jetzt noch dreimal und dann schauen wir weiter. Ja, eine Kiste Buntes, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade das Problem, dass ich in meinem Bohrsatz keinen Achter Steinbohrer, sei ich schon, Metallbohrer mehr habe. Und jetzt mal in meiner Kiste Buntes hier gucke, was ich noch so habe.
Der Achter, der ist aufgeraucht, der dabei war, und da kommt kein gutes Bild bei zustande, kein Bohrbild. Das möchte ich nicht. Es ist vollbracht, die Löcher sehen ganz gut aus, wie ihr sehen könnt, hoffe ich. Und ist auch nicht großartig irgendwie ausgefranst jetzt an dem Gummi, was da ja drüber ist als Schutz. Jetzt werde ich mal versuchen, den Dachträger einmal hier am Boden vorzumontieren, weil hier in der Garage das Ding montieren und dann rausfahren, das wird, glaube ich, sehr kriminell. Das müsste ich mal vorher eben messen, aber ich glaube, das passt nicht. Also daher erst einmal Probe montieren hier am Boden. Und dann, wenn das alles so passt, wie ich mir das vorstelle, wieder demontieren und dann einmal raus aus der Garage und draußen montieren. Ja, Paneel ist drauf, ging auch ganz gut alleine. Ich habe hinten eine Decke ans Heck gelegt, zeige ich euch gleich, wo ich das Ganze erst drüber geschoben habe und dann direkt auf die Dachträger. Das Schwierigste bis jetzt war die Montage der Dachträger. Jetzt mache ich gerade hier diese Halterung schon mal provisorisch fest. Erstmal, oh, schön, eine runtergefallen, Vorführeffekt, die anderen beiden gingen gut. Auf ein neues. Auf jeden Fall muss ich das Ganze jetzt eben verschrauben. Mit so selbstsichernden Muttern, diesen Klammern, die gab es dabei beim Kauf. So sieht das Ganze jetzt hier oben schon mal aus. Folie ist entfernt. Da ist die Decke, wo ich das Ganze übers Heck geschoben habe und dann hier oben drauf. Jetzt werde ich das eben befestigen und dann schauen wir mal weiter. Aber in der Garage brauche ich so nicht mehr fahren. Das hat sich jetzt endgültig erledigt. Ja, das Paneel ist drauf. Die Halterungen sitzen super. Muss ich jetzt nur noch festschrauben richtig. Werde dann mit dem Kabel hier an der Seite runtergehen, versuchen, das hier herzulegen. Das hatte ich schon mal bei jemandem gesehen. Dann hier hinter rein. Dann kommt man hier in diesen Innenraum. Hier habe ich den Stöpsel schon rausgemacht. Nicht hier. Den will ich eben so leicht anschlitzen. Und dann komme ich hier im Innenraum wieder raus. Und das wäre schon mal die halbe Miete. Ohne irgendwo zu bohren oder sonst was. Mal schauen, ob das was wird. Ja, nicht wundern, das sieht erstmal wieder provisorisch aus, aber ich probiere halt immer erst alles provisorisch, ob es passt, und dann wird es richtig gemacht. Diese Kabellage aufgrund der Stecker werde ich unter dem Solarpanel an dem Dachträger befestigen. Mit Kabelbindern gehe ich mal von aus. Das Ganze schön verlegen. Schöne Schleife irgendwie. Dann geht das Ganze hier durch diesen Kanal runter, hier an der Gummidichtung vorbei. Dann habe ich das Ganze hier hinter der Stoßstange eingefädelt, wie ihr seht. Da werde ich noch was zwischenmachen, damit es keine Scheuerstellen gibt, für einen Kurzschluss eventuell. Das Ganze hier durchgeführt. Durch diese Gummikappe ziehe ich es jetzt noch durch, die habe ich vorhin vergessen, um das Ganze dann auch wieder zuzustecken. Und wenn die Kabel alle richtig liegen, wird die noch mit Sikaflex, Silikon, was auch immer, richtig abgedichtet. Aber jetzt ziehe ich die erstmal komplett da durch. Und zwar hier so in Kleinarbeit. Soll ja auch stramm bleiben. Und dann schauen wir mal weiter. So sieht das Ganze dann von innen aus. Ich hoffe, man sieht das noch, wenn ich mit meinen Wurstfingern da jetzt drin bin. Hier ist die Durchführung, das ist wieder richtig fest. Und jetzt kommt die Nebelschlussleuchte da wieder rein. Und man sieht im Grunde nichts. Ich finde das eine gute Lösung. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, habe ich erstmal die Sachen zusammengepackt. Die Batterie
Vorerst hier in diese alte Postbox, die gab es mal bei eBay irgendwo. Und ja, ich warte jetzt eben auf Rückruf von dem Verkäufer. Leider haben die schon Ladenschluss. Ich habe mal auf Handy auf die Mailbox gesprochen, ob er sich noch meldet, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht schlüssig, wofür zwei Kabel sind. Ich räume gerade hier auf, mache mal die ganzen Metallspäne vom Bohren weg und schau mal eben online, ob ich da irgendwie was finde. Und wenn nicht, dann muss ich jetzt erst warten, bevor ich irgendwas falsch anschließe. Ich denke mir mal, für diese guten 3 Stunden, die ich da jetzt gebraucht habe, die Kabel sind schon im Auto. Zwar, den Deckel muss ich noch drauf machen, ja. Ne, durch die Durchführung des Rücklichtes, das hat alles gut geklappt. Oh, jetzt klingelt das Telefon, das müsste sein. Schön. Ja, das war der gute Mann von dem Solarbetrieb. Echt super Service bis jetzt. Wenn das auch noch alles funktioniert, bin ich echt sehr zufrieden. Er hat mir eben erläutert, welches Kabel wofür war. Also meine Vermutung war richtig, aber ich wollte halt auf Nummer sicher gehen. Und dann können wir jetzt gleich weitermachen. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt vernünftig. Ich verzure das Ganze hier nochmal mit Kabelbindern. Und möchte das gerne schön hier so drunter haben, damit die beiden Steckverbindungen auf jeden Fall immer gut geschützt sind. So. Jetzt hätte ich vorher noch mal gucken sollen, welche Plus und welche Minus ist. Naja, muss ich nachher noch mal drunter kriechen. So mache ich das jetzt insgesamt auf jeden Fall fest, hier mit den Kabelbindern, dass das vom Lack weg ist, damit es nirgends scheuert. Und nachher wird das hier in der Rinne verklebt. So, wie ihr hier schön seht, habe ich das Ganze, naja, da sieht man es besser, das Kabel abisoliert und hier mit so einer zusätzlichen Klemme versehen, was dann an die Batterie angeschlossen wird. Und das kommt in den Laderegler. Das gleiche mache ich jetzt mit der Leitung auch nochmal, eine für Plus, eine für Minus. Ich werde Minus braun nehmen, Plus blau. Und ja, weil mir gesagt wurde, erst Batterie an Laderegler und danach Solarpanel an die an den Laderegler. Damit der Laderegler im Vorfeld erkennen kann, um welche Batterie es sich handelt. Ich hoffe mal, das passt alles. So, an der Batterie habe ich das Ganze jetzt angeschlossen, Plus und Minus. Allerdings ist jetzt Plus braun und Minus blau. Warum auch immer, es hat mich so geritten. So, um das Ganze hier, da ist ja so eine kleine Stelle offen. Ja, ob das mit der Sonne jetzt blendet, so geht es besser, glaube ich. Da sieht man ja das abisolierte Kabel. Dafür habe ich jetzt diesen Schrumpfschlauch darunter, weil die ja schon recht dicht beieinander sind. Und nicht, dass irgendwie durch hohe Luftfeuchte da mal irgendwie ein kurzer entsteht, wollte ich dann nachher den Schrumpfschlauch so da drüber schieben und dann sollte da keine unisolierte Stelle mehr sein. Und das mache ich jetzt auch. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es verschrumpft ist. Ich habe da so ein ganzes Set mal irgendwann von geholt und die braucht man echt immer mal wieder. So sieht das Ganze jetzt aus mit Plus- und Minusanschluss. Ich werde jetzt dieses ganze Konstrukt hier einmal in den Bulli stellen. Dann noch die Solarpaneele anschließen, um zu wissen, ob das soweit funktioniert. Und dann ist für heute erstmal Feierabend. Das Grundgerüst steht dann, würde ich sagen. Und dann die Feinarbeiten folgen die nächsten Tage. Ich muss jetzt gleich auch zur Nachtschicht. Die nächsten beiden Tage auch. Deswegen ist das mal schauen, wie ich motiviert bin. Jo, jetzt sieht es hier nochmal gerade ein bisschen wild aus. Die Kabel sind auch noch viel zu lang. Aber bevor ich nicht alles hundertprozentig an den Stellen habe, wo ich es will, kürze ich auch an den Kabeln erstmal nichts. Das Ganze ist ja hier erstmal so ein Provisorium. Aber ich habe jetzt nochmal geguckt, was Plus ist, was Minus ist.
Hat Plus jetzt auch gekennzeichnet hier mit einem goldenen Plus auf dem Gabel und vorsichtshalber ein bisschen Klebeband. Das Ganze lädt schon. Es ist jetzt so der erste Durchlaufversuch. Wenn man hier mal schaltet, es kommen jetzt gerade 13,7 Volt rein, glaube ich. Naja, ich weiß es noch nicht genau. Ich muss mir das mal mit der Beschreibung durchlesen. 61% geladen. Auf jeden Fall lädt das gute Stück noch. Und wir haben, wie ihr seht, leicht bewölkt. Hier auf dem Bulli selber. Seht ihr, also es ist jetzt nicht großartig irgendwie Lichteinfall. Aber es lädt. Hier das Ganze nochmal mit den Kabelbindern, wie ich das fixiert habe. Ich finde, das ist so ganz anständig. Ob sich das so bewährt oder nicht, weiß ich nicht. Hier muss ich noch mal so die ein oder andere Ecke schauen, dass ich da keine Scheuerstellen habe. Dann geht es jetzt hier runter. Schön an der Dichtung hier vorbei. Erstmal nur so befestigt, um zu wissen, ob das Ganze jetzt ja funktioniert. Das habe ich ja schon erwähnt. Aber es ist auf jeden Fall eine Installation komplett ohne Bohren, Karosserie extra öffnen oder sonst was. Das heißt, ich kann jetzt das Ganze hier schön weiter planen, wie ich das installiere im Fahrzeug in Kombination da hinten mit der Kühltruhe. Da sollte ja eigentlich die Batterie daneben. Bin ich mir jetzt gerade noch nicht so ganz schlüssig, ob die dann vielleicht da in das Staufach kommt vor Kopf. Das könnte ganz gut passen. Mit einer passenden Schutzhülle. Dann da links neben der Box eventuell dieser Spannungswandler. Aber wie gesagt, das sind jetzt Sachen, die ergeben sich die nächsten Tage. Also, ich würde sagen, so für mal eben Entschuldigung, gute 4 Stunden war das schon ganz anständig. Ich wollte euch noch sagen, welche Komponenten ich jetzt hier habe. Also das Ganze ist eine 235 Watt Anlage. Das Solarmodul ist ein polykristallines mit 235 Watt, weil mir dazu geraten wurde, dass das letztendlich beim Tagesertrag wohl besser wäre, weil es auch bei Bewölkung mehr Leistung bringt als ein monokristallines. Und da ich auch mehr bezahlt hätte, wüsste ich nicht, warum der mir Quatsch erzählt. Also 235 Watt Solarmodul polykristallin. Dann der Spannungswandler hier hat 1500 Watt bis 3000 in der Spitze. Mit einem USB-Anschluss und zwei normalen 240 Volt Ausgängen. Der Laderegler ist ein 30 Ampere Laderegler, wobei 20 Ampere völlig gereicht hätte bei der Wattleistung, so wie er mir das erklärt hat, aber es gab halt jetzt den dabei. Warum, weiß ich auch nicht, aber bin ich auch nicht böse drum. Die Batterie ist eine 100 Ampere Caravan- und Bootsbatterie. Dann gab es noch 2x10 Meter von dem Solarkabel dabei mit dem MC4-Steckern und noch diese Halteschienen, die ich ja vorhin auch schon gezeigt habe, wo das Solarmodul mit befestigt ist. Zusätzlich diverse kleine Klemmen, um die Batterie anzuschließen und den Solarladeregler. Ja, das war's so an Teilen, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wenn doch, werde ich es euch irgendwann anders mal erzählen. Ihr kennt mich ja. Ja, ich musste gerade einmal kurz unterbrechen, weil das Telefon ging. Aber Fakt ist, dass ich mehr als zufrieden bin. Der Rest wird sich in der Praxis zeigen. Ob die Batterie unbedingt so ein Glücksgriff war, bin ich mir noch nicht sicher.
100 Ampere, aber die, ja, weiß ich nicht. Habe ich noch keine richtige Meinung zu. Schauen wir mal, was sich so ergibt in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall muss ich das Ganze jetzt erstmal vernünftig dann weiter planen, verbauen und da seid ihr dann wieder dabei. Also, macht's gut, euer Markus.